Herr Lutz Beyer, vielen Dank für Ihre Bereitschaft zum Interview. Sie wohnen im Landkreis Wittenberg und haben da mitbekommen, dass es da einen, sage ich mal, seltsamen Verein gibt. Was hat es mit diesem Verein auf sich? Ich habe bei mir, ich wohne an der Bundesstraße 187 und ich habe bei mir auf dem Grundstück im Vorgarten zwei Deutschlandfahnen und dazwischen ist ein Banner, wir sind das Volk, Deutsche wacht auf. Und das hing da etwa zwei Monate und dann hatten wir schon die Ahnung, dass da was passieren wird, weil uns bekannte Linksextreme auffällig viele Fotos vorm Haus gemacht haben. Und das war dann auch so. Sechs Tage später war dann ein Anschlag mit Farbbeutel an die Fassade auf das Banner. Und wir waren darauf vorbereitet und hatten die Kameras laufen zu dem Zeitpunkt und wir haben die Täter wiedererkannt und war so, wie wir es auch vermutet hatten. Das ist ein bei uns in der Nähe befindlicher, also in nennt er sich, der besondere Reiterhof, der wird geführt von einer Frau. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, das macht sie auch schon seit 1995, gestrauchelte Mädchen, die missbraucht, misshandelt, vernachlässigt wurden, also die vom Leben ein bisschen gezeichnet sind, dort wieder auf die Füße zu stellen mit pädagogischen Maßnahmen, pädagogisches Reiten oder wie auch immer das da heißt. Und sie selber hat dann noch ein paar Angestellte und eine davon ist uns aufgefallen beim Bürgerdialog in Annaburg. Sie trat dort auf mit einem T-Shirt, wo über die ganze Brustseite ein Galgen abgebildet war und oben drüber dem deutschen Volk. Also sie beabsichtigt oder sie wünscht sich, dass das gesamte deutsche Volk an den Galgen gehangen wird. Und mit diesem T-Shirt tritt sie auch in pädagogischer Absicht den Jugendlichen gegenüber, die sie eigentlich wieder ins Leben zurückführen soll. Und da sage ich mal, das kann so nicht sein. Ne? Also wie gesagt, sechs Tage nach der Fotosession bei uns vorm Haus wurden dann Farbbeutel. Nachts um drei ist sie dann und noch eine andere angerückt und hat unsere Fassade, das Banner und wir haben Kunstrasen im Vorgarten mit Farbbeutel verunreinigt. Ne? Ja, und ich kann jetzt nicht so richtig einsehen, dass solche Leute Umgang mit Jugendlichen haben und mit ihrer kranke Sichtweise in denen ihre Hirne pflanzen dürfen. Das haben Sie auf Video aufgenommen, dass das diese Personen genau sind? Ja. 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 Wir haben damit gerechnet, dass die wiederkommen nach der Fotosession. Ja. Und die haben ihre Wurzeln so ein bisschen. Ne? Das war auch ein Auto, was bei uns vorm Haus stand. Die sind zwar in dem Pferdehof da angestellt, aber ihre Wurzeln haben sie. Und ja. Ja. Und haben die sich da schon dazu geäußert, dass sie jetzt das eben rausgefunden haben? Sie werden es noch nicht wissen. Ich habe das selbstverständlich zur Anzeige gebracht. Und das ist jetzt auch, die Ermittlungen sind übernommen worden von so einer besonderen Abteilung bei der Polizei, die für politische Delikte zuständig ist. Da war ich vorgestern zur Zeugenvernehmung. Und er will jetzt eine Abfrage machen über Einwohnermeldeamt, wer dort alles gemeldet ist. Und dann muss ich dann mit Lichtbildern die Personen dann da erkennen. Mhm. So ist der Ablauf. Also mir ist es klar, ich weiß zwar den Namen nicht von der Person, aber ich kenne die vom Sehen her. Ja. Erwarten Sie dann in Zukunft, dass es irgendwie weitergeht in der gleichen Art und Weise? Wir wissen alle, wie das bei den Linken ist. Sie fangen an mit Sachbeschädigung, da brennt mal ein Auto, da wird eine Fassade
verunstaltet. Am Ende ist Körperverletzung und wie weit die dann noch gehen, ich traue denen alles zu. Ich werde aber definitiv nicht zurückgehen. Also ich werde nicht das Banner abbauen. Ich habe das Banner jetzt so hängen lassen, wie es jetzt ist, mit der Farbe. Und ich habe dann halt noch einen Aufsteller daneben gestellt, wo dann halt draufsteht, dass das eben so aussieht, wenn das Merkel-Regime seine SA von der Leine lässt. Ne? Und ich sehe das so. Ne? Das sind wirklich aufgehetzte, fehlgeleitete Gestalten, denen man irgendwie das Hirn verdreht hat und die halt der Meinung sind, sie machen jetzt was Gutes, wenn sie andere Meinungen mit Gewalt unterdrücken und so. Ne? Mhm. Wären Sie bereit für so eine Konfrontation vor der Kamera zum Beispiel, jemand von denen und jemand von Ihnen oder Sie persönlich, dass man mal das zur Sprache bringt, direkt vor der Kamera? Also mir ist Reden immer lieber, als sich gegenseitig irgendwie auf den Kopf zu hauen. Mhm. Also ich wäre selbstverständlich bereit, mit den Täterinnen, da legen die ja großen Wert drauf, an den Tisch zu setzen und dann sollen die mir ihre Argumente mal sagen, was an dem Satz, wir sind das Volk, falsch ist. Ja? Also wenn sie sich dadurch schon so angegangen fühlen, dass sie nachts um 3 so eine Aktion starten, also da muss das ja ein ganz böser Satz sein. Das müssten sie mir mal erklären, warum das so ist. Vielen Dank.